Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow, wollte ich schon sagen, Apex Legends Ranked. Oh, ich bin Jumpmaster, ist klar. Wo gehen wir da hin? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Das ist so ein kleiner Geheimspot, finde ich. Der ist ja nicht auf der Karte eingezeichnet als irgendein Spot. Aber der ist recht gut, weil ein Zug... Nö. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht... Sorry. Ich möchte lieber da landen, weil dann hat man das Zugdepot in der Nähe, wo halt ein bisschen Action dann ist. Und da beim Thermalding, da wird da keiner hinfliegen. Allons-y. Guck mal, jeder hat sein Haus. Perfekt. Nur, dass ich natürlich mal wieder eine Scheißwaffe hier habe. Zum Glück hat's nicht uns getroffen. Oh, warte mal. Ich habe genau hier ein Subjekt gesichtet. Ernsthaft jetzt so? Wir befinden uns im nächsten Ring. Was für ein glücklicher Zufall. Ich höre gerade keinen. Ach, guck mal, der hat sogar die Mitte noch mitgenommen, der Sack. Oh, nicht mal was übrig gelassen. Ja, moin, ey. So, dann mache ich jetzt Trick 17. Dann gehe ich jetzt hier einfach oben hin und loote nochmal ein bisschen die Häuser da oben. Ich habe natürlich das schwächste Haus genommen. Das war mir schon durchaus bewusst, aber ich bin auch der beste Spieler von uns drei hier. Ach, keine Ahnung, was weiß ich denn. Wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. Ich hatte vorhin sehr gute Runden zusammen mit Julia. Mal gucken, ob ich das hier alleine im Ranked auch hinbekomme irgendwie. Ich muss ja noch in die Top 5 kommen und das viermal für eine Weekly. Boah, ganz ehrlich, da bleibe ich lieber bei der Wingman tatsächlich. Ja, ich mag die Hemlock überhaupt nicht mehr. Nein! Hä, hallo? Den nehme ich ja mit und den auch. Sehen wir uns diesen Bereich hier an. Hallo, klettert er jetzt hoch? Ja, ich gehe mal die drei Kisten da holen. Okay, die gehen alle da lang, das ist mir jetzt egal. Ich will die drei Kisten da haben. Moment. Ich weiß nicht. Oh, Leute, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, ohne Mentos, die Novanier da. Oh, gibt's doch gar nicht, ne? Okay, machen wir's so. Hier ist eine R301. Präzise und leicht. Eine R301? Achtung, es gibt. Oh ne, ich brauche noch Schrotflintenschaden. Oh. Euer Skillspitzenreiter. Ich muss gestehen, so gefällt mir das. Okay, komm. Der Zug kommt. Warte mal, da gehe ich mal ganz schnell vorbei. Nur ganz, ganz kurz. Platziere Gasfalle. Nein. Ich will doch zu denen. Auf eure Rucksack! Nimm mit! Gasfalle platzieren. Ja, genau darauf habe ich spekuliert. Oh. Wir befinden uns im nächsten Ring. Was für ein glücklicher Zufall. Hier ist eine Seilrutsche. Huh! Okay. Gehen wir dort entlang. Warte mal, soll ich die Ping für den? Soll ich die Ping? Warte mal, mal gucken, ob ich das treffe. Hier drüben, vergiss, was ich gesagt habe. Warte mal, ich ping die jetzt mal. Mal gucken, ob die dann kommen. Hier drüben ist ein offener Versorgungsplatz. Nein. Hier ist ein Körperschild. Stufe 3. Stufe 3, komm, das ist doch verlockend, oder? Körperpaket wird ausgeliefert. Oh, Roger, okay, ich muss den Zug anhalten. Ich muss den Zug anhalten. Nein, 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 nein. Der Zug fährt nicht ab. Der Zug fährt nicht ab. Scheiße, scheiße. Mann. Shit.
Uff. Okay, das war knapp. Ich brauche noch Schildzellen. Vielen Dank. Ich frage mich gerade, wenn ich ihn doch wieder wegpacke. Und dann er. Oh, 3 Medikits, ne? Ihr ist ein Phönix-Kit. Jetzt kommt, macht mal hin, ey. Kommt mal mit. Ich hab extra angehalten, den Aal hier. Wir sollten uns sammeln. Wir sind zu weit verteilt. Jetzt überlege ich gerade. Nein! Oh Leute, ihr kriegt das hin. Oh, scheiße. Der Zugführer sagt nein. Weiter an. Hä? Hab doch angehalten, den Scheiß. Oh, ehrlich jetzt? Oh, jetzt sind noch 2 Sachen. Was ist das für eine komische Runde bisher, ne? Kommt schnell. Wo ist er denn? Ah, er will da raufspringen, okay. Habe ich nicht noch ein Visier hier irgendwo rum? Ah, da, perfekt. Ja, nice. Danke. Ich esse so. Hab den Scheiß sogar extra angehalten wegen euch, ey. So ein Teamplayer bin ich, ja? Und das wird mir nicht mal gedankt. Komm, Tartarus, komm mal runter hier, du fette Sau. Du dickes Ding, du. Los, spring. Jawohl. Passt. Sollten ja aber. Genau. Tartarus, kommst du runter da? Ja, heißt der wirklich Tartarus? Wer heißt denn der? Ich kann es nicht lesen. Tartarus. Wir positionieren uns hier neu. Und will auch in die Zone einfach fahren. Guck ihn hier an. Was macht der da? Ist das ein Spasti? Naja, Tartarus. Hier wird doch sicherlich irgendwo der Ring ist in der Nähe. Mein Gegner sein. So 1-2 Knockdowns oder Assists wären schon ganz nice. Und ein Double Tap wäre vor allem cool. 30 Sekunden bis zur Schließung des Rings. Wir sind ganz nah dran. Ist hier vielleicht noch was drinne? Vielleicht ein Double Tap, den keiner mehr braucht? Gegner da drüben. Also, die G7 Scott mit Double Tap ist halt wirklich echt heftig, ne? Der Ring ist gleich da. 10 Sekunden. Devotion wäre auch nicht schlecht. Ich habe übrigens meine Headshots fertig. Mit den LMGs. Wow, jetzt ist genau da Stress, wo wir. Hier ist ein Sprungturm. Den nehmen wir, komm. Los, ich habe ihn so entworfen, dass er jeden verletzt, der draußen steht. Okay, gut, dann gehe ich jetzt hier hin. Oh, das ist Stress, ich muss helfen. Onkel Schmerzlos klopft an die Tür. Ich komme. Ja, gerade aus dem Kamin. Lade nach. Lade. Auge des Sturms. Das ist auch fein. Muss kurz nachladen. Unabhängige Variable hinzugefügt. Da drüben ist Lava. Was ist ein gruseliger Zaun? Sichtet, lege einen Zahn zu. Errichtet Zaun. Ich war alles.
Scheiße, die Zone. Ich bin auch. Das war der letzte. Mach's gut, Squad. Du hast doch. Ich habe einen Feind. Gehen wir in diesen Bereich. Nein! Alles wird gut. Ich hab dich. Oh mein Gott. Oh Mann, nein. Süßes oder saures? Was soll's? Ich hab zwei Kills gemacht, ne? Oder ein? Ich hab zwei Kills gemacht. Hä? Warte mal, what? Ziel da drüben. Moment. Die eine habe ich auf jeden Fall genockt mit der G7 Scout. Übrigens war jeder Treffer getroffen, das war richtig nice. Aber wo kam der zweite Kill her? Hm. Vielleicht durch meine Blitzstäbe, das wäre natürlich heftig. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann man ja nachgucken. Auf jeden Fall Pluspunkte gemacht. War auch eine richtig lustige Folge mit dem Zug. Und dass am Ende nochmal so alle zusammen waren, war irgendwie geil. Geht zwar besser, aber war auf jeden Fall eine richtig schöne Runde. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Apex Legends, haut rein und tschüss.